Aktuelles zur Krise in der Ukraine und deren Auswirkungen auch auf Österreich bringen wir in einem Interview mit dem Nationalratsabgeordneten Robert Laimer. Herr Abgeordneter, die Ukraine-Krise hat das Parlament und die Abgeordneten gefordert. Wie sieht es aus Ihrer Sicht gegenwärtig? Es ist sehr viel Arbeit. Es ist eigentlich eine europäische Tragödie, die mittlerweile die ganze Welt erschüttert. Und Krieg ist immer die größte Niederlage der Menschheit. Das muss uns allen klar sein. Und im Krieg gibt es auch keine Wahrheit, und zwar auf beiden Seiten nicht. Also es ist ja nicht nur eine militärische Auseinandersetzung, es ist auch ein Propagandakrieg mittlerweile. Wie ist denn so die Stimmung in diesen Sitzungen und gibt es Ergebnisse oder so wie meistens nur Empfehlungen? Leider immer noch nur Empfehlungen. Wir haben das bei Corona gesehen, da wurde dem Virus der Krieg erklärt und jetzt ist alles offen und frei. Also das stimmt irgendwie nicht in der Verhältnismäßigkeit zusammen. Die Stimmung würde ich als bedrückt ansehen. Jeder ist durch diesen Krieg auch mental traumatisiert. Wie sehen Sie die österreichische Wirtschaft in Abhängigkeit des gegenwärtigen Ukraine-Konflikts? Es ist dramatisch im Sinne vom Gas zum Beispiel. Und hier kommt auch die Landesverteidigung ins Spiel. Wir reden von einer umfassenden Landesverteidigung, die wir weiterzuentwickeln haben. Und gerade die wirtschaftliche Landesverteidigung bedeutet auch Bevorratung. Bevorratung in Energiefragen, aber auch Bevorratung in Grundlebensmitteln. Kann man sagen, dass die Landesverteidigung immer vernachlässigt worden ist? In den letzten Jahrzehnten schon. Man hat eine gewisse Sorglosigkeit gehabt. Man war sich sicher, Sieger der Geschichte zu sein. Es wird keinen konventionellen Krieg in Europa geben, obwohl die Risikobilder und die Grundlagen darauf nicht hingedeutet haben. Also wenn man genau hingeschaut hat und wenn man den Militärexperten Glauben geschenkt hätte, werden wir anders vorbereitet. Wie sehen Sie persönlich diese Situation gegenwärtig? In der Ukraine ist es dramatisch. Und wenn dieser Putin von einer Militäroperation spricht, so operiert er am offenen Herzen Europas, am Patienten der Ukraine. Und die Ukraine bezahlt hier diesen hegemonalen Konflikt derzeit. Und für Österreich sehe ich auch große Probleme in der Preisexplosion des täglichen Lebens. Da müssen wir uns noch sehr gut beraten, weil die sozialen Verwerfungen zunehmen werden und es wird zu einem Verteilungskampf kommen.